Moin Leute von heute, was geht ab? Yes, ist am Start für euch heute zu einem Video, was speziell gezeigt worden ist. Auf der E3, also in separaten Raum mit riesigen Bildschirmen, damit die Atmosphäre auch so ein wenig rüberkommt. Das ganze Video habe ich natürlich auf meiner Facebook-Seite gepostet. Das geht so ungefähr um die 10 Minuten lang. Also Link auf jeden Fall in der Beschreibung zu finden. Könnt ihr mal auschecken und euch das ganze Video geben. Einiges, was man hier natürlich zu sehen bekommt, sind natürlich neue Waffen. Als erstes hätten wir da die AMR-9. Sieht für mich so aus, als ob das eine Maschinenpistole ist. Ähnelt so ein bisschen der Vector aus Ghost, würde ich sagen. Als zweites dann die ASM-1 und zu guter Letzt noch die Ball 27. Also sobald ich eine Liste von allen gezeichneten und offiziell bestätigten Waffen habe, werde ich darüber natürlich auch noch ein Video machen und dann können wir so ein bisschen über die Waffen diskutieren und so weiter. Werde ich natürlich auf meinen YouTube-Channel bringen. Ja, was habe ich denn noch? Das ganze Video natürlich auf meiner Facebook-Seite zu finden. Ich habe das jetzt nicht hier alles gepostet. Das ganze Video geht so ungefähr über 10 Minuten lang. Also auf jeden Fall auf meiner Facebook-Seite gepostet. Ist so ein bisschen mit privater Kamera aufgenommen worden. Also checkt das auf jeden Fall aus. Und falls ihr noch nicht wissen solltet, wo ihr das Advanced Warfare vorbestellen wollt und wo es die speziellen Bonusse gibt, also zum Beispiel ein goldener Exoskeleton-Anzug, eine extra Waffe als Vorbesteller-Bonus, auf jeden Fall alles auf meiner YouTube-Seite zu finden. Checkt das auf jeden Fall auch noch aus, falls ihr noch kein Abonnent seid. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Yes ist am Start für euch. Und viel Spaß beim Video. Bis dann. World's most powerful army. Today, you become one of us. Welcome to Atlas.